Mulatsche! Geschichte? Ich erzähl kurz den Namen. Ja. Damit keine Missverständnisse aufkommen. Wir sind I'm a Sloth. Das heißt, ich bin ein Faultier. Und sieht man, ja. Und die ganz spannende Geschichte zur Entstehung des Bandnamens ist dann im Interview. Gibt's im Interview? Eines Tages. Das ja. Interview ist aber davor zu sehen. Also, wer es jetzt nicht gesehen hat, hat es verpasst. Oder es ist danach, das wissen wir nicht. Vielleicht ist danach. Nur noch fernschauen. Ja, Schatz, 24/7 TV. Since I'm the zone.
Zum Ersten, eure Schulzeit ist jetzt noch nicht so wahnsinnig lang her und das ist ja ein Wort im Bandnamen, das in eurer Klasse wahrscheinlich 90% falsch ausgesprochen haben, oder? Das hat noch keiner kennt in meiner Klasse, das Wort. Aber wie seid ihr auf das gekommen, nach ein paar Bier oder so, habt ihr euch gedacht, wir brauchen jetzt einen Bandnamen, den die meisten unserer Freunde nicht aussprechen können? Ja, das ist eigentlich ganz arg, dass ihn niemand versteht und niemand aussprechen kann. Also Faulheit muss einfach sein. Ja. Das ja, muss man ja verinnerlichen. Ja, einfach auch im Sinne von nicht so gestresst, sondern in der Ruhe liegt die Kraft, bitte. Voll, ja. Oder? Das ist das perfekte Motto. Voll, absolut. Wir haben vorher schon kurz geplaudert, du studierst Latein, wie kommt es dazu, die Asterix-Bände übersetzen können? Oder? Nein, reines Interesse eigentlich, also in der Schule habe ich es halt gehabt und das hat mir dann einfach am meisten zugesagt, dass ich das weitermachen wollte. Und was liest du da so? Und jetzt lese ich gerade Vergil. Hä? Hey, Streber. Ja. Und keine Ahnung, was das ist. Und ja, das ist ein Autor unter Augustus gewesen und heute habe ich ein Lehrgedicht über den Landbau fertig gelesen. Cool. Und ja, und Griechisch studiere ich auch dazu, also Altgriechisch, also lese auch gerade Homer und das ist einfach lustig. Ja, und dann, wie bist du auf sie zugetreten? Du hast gesagt, hey Mädel, jetzt gründen wir eine Band, verstehst du? Nein. Das war in der Arena, da habe ich sie kennengelernt. Jawohl. Also wo man sie halt kennengelernt in der Arena, ja. Nein, es war Hörsturz. Falls das noch wer kennt. Gibt es noch, aber gibt es noch? Nein, habe ich noch immer. Hat sie beibehalten. Ja, auf jeden Fall, da haben wir uns kennengelernt. Und er hat halt die Band schon gehabt und dann hieß es aber, Bassist wird gebraucht und dann habe ich mich halt einfach angeboten, ohne jemals einen Bass in der Hand gehabt zu haben, aber ich wollte
einfach unbedingt in einer Band spielen und dann hat sich das so ergeben. Warte, müssen wir runterkommen wieder. Also nochmal von vorn? Ja, sicher. Das kannst okay, du nicht von vorn. Nein, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ja, grüß euch alle miteinander. Wir sind I'm a Slav aus Wien. Und ihr seht Mulacak TV. The only TV you need. You really need? You need. You ever need? You need. Scheiße, oder?